Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal im LS22 von der Map Burgenland. Die ist heute im Mod-Hub erschienen. Und hier ganz oder kaputt. Das ist jetzt jedes Game. Wunderbar. Ja, klasse. Ja, also hier beginnen wir in der Garage hier, an dem schönen Haus. Sehr idyllisch, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut. Ach, lädt zum Verbleiben ein, ne? Ja, wir sind hier auf der Burgenlandkreis und zwar, ich habe es dort ja eigentlich noch nie gemacht. Wenn ich hier so einen kleinen Map-Rundgang mache, passt einfach. Passt einfach, was die zwei, was die Jungs da gebastelt haben, wa? Das muss man wirklich sagen. Und ich hatte ja mal das große Glück, sag ich mal, im Stream mit dabei sein zu dürfen, wo die Jungs dann auch so ein paar Dinge erklärt haben. Ja, ich habe vorher alles gekauft, die ganzen Karte. Also man sieht schon hier, das ist wirklich stimmig, schön gemacht. Da sitzt der Opa. Ja, das ist schon klasse. Das ist einfach schon klasse. Ja, schön eng. Kann man nicht anders sagen hier. Ich musste ganz nett mit Riesengerät rumfahren. Entschuldigung. Das passt. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Auch Baustellen, ja, die man noch eben den Weg so ein bisschen verengen. Dann kommen wir hier mal raus mit einem großen Hänger oder so. Das wird nichts. Ja, das ist also wirklich schon, muss man schon drauf achten, ein bisschen. Schon genial. Ja, sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Ich habe mich, wie gesagt, nur im Stream da mal mit. Da habt ihr gesehen, alles. Es war einfach nur einladend und vor allen Dingen auch die Ecken, wie man sie so gesehen hat. Das ist einfach nur schön. Das ist gut gemacht. Sehr gut gemacht. Muss man wirklich sagen. Wow. Ja, gucken wir uns mal die PDA an. Also man sieht, hier ist eine verdammte Menge los. Hier kann man wirklich nicht mehr gehen. Das ist mal eine Karte. Moinsen, würde ich mal behaupten, sagen. Wow. Was kann ich gerade sagen soll. Ich bin echt mal geflasht hier. Das ist mal wieder so ein Ding. Da kann man mal wieder echt sie zu sagen. Und wie gesagt, die Jungs, die waren da ja schon mal mit. Und da gibt es so kleine so Details, ja. Das ist einfach ja schön. So Gässchen. Ja, die Leute hier auch gucken, wenn du hier auf einmal mit so einem schweren Fenty einschlägst. Ist ja Wahnsinn. Hier wieder. Das sind doch, ist doch schön. Ach, das ist auch mein Lieblingsschrank hier im LS geworden. Kann man nur anders sagen. Ich benutze den jetzt auf der Hof Bergmann auch noch. Für Karnickelfutter und alles. Ja. Leute. Das hat doch alles was hier. Was braucht man mehr? Oh, meine Lieblingshalle. Da kannst du den Drehschemel durchfahren. Oh, und parken vor allen Dingen die Dinger da drin. Ja, schön. Aber auch hier gilt, wa? Weniger ist oft mehr. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ich sag mal einfach geil. Einfach geil.
Leute, hier komplett einmal so alles entlang zu laufen, ja, das ist unmöglich. Das schafft man ja gar nicht hier. Das ist ja, das will ja Folgen füllen. Boah. Ja, Leute, was soll ich sagen? Das ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier ist alles am Start. Alles am Start. Auch hier ist ja wohl klar, aber mit was für Utensilien man hier reinfahren kann. Also, auch nur mit Weingut. Wie? Hau schnell ab. Die Stadt ist gefährlich. Wirklich genial. Spinnerei. Dachdecker ist hier. Am Arbe. Immer hier in Sieden sagt. Also am Arbeiten. Hey, das hier ist doch einfach nur genial, oder? Ist doch Bombe. Ich meine, wie. Wahrscheinlich irgendeiner immer wieder was finden, aber ich finde die genial. Das sind auch meine Lieblingsfrüchte. Du bist nämlich monatelang am Ernten. Zumindest immer das ist der Tag mal schnell rum. So mit der Monat. Ja, ich würde sagen, lass uns mal ein bisschen fliegen hier. Lass uns mal einfach ein bisschen fliegen. Ja, da ich das nicht so oft mache, kann ich natürlich auch die Bildschirmbefehle nicht so, wa? Da glaube ich, die Konsole, die ist zwar aktiviert. Aber hier. Das ist doch zu Fuß idyllisch. Gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Friedhof unbedingt idyllisch ist, aber er ist gut angelegt. Ich habe nicht gesagt, er ist gut belegt. Angelegt. Angelegt und belegt. Verbabbel ich mich nun selber. Deshalb bin ich auf der Map total orientierungslos. Links war der Weg, rechts war der Gehweg an der Friedhofsmauer entlang. Wo fährt der Marion hier? Erstmal an der Friedhofsmauer. Natürlich entlang. Über den Gehweg, wa? Wäre noch der letzte Angehörige beim letzten Besuch, wäre noch wahrscheinlich da über die Wupper gegangen. Mann, Mann, Mann. Hey Leute. Also ich habe ja auch nur Einzelteile so mitgekriegt von der Map, wa? So, also vom Stream her. Weil auch das Map endet. Ja, ist gelungen. Also ich finde es in Ordnung so. Absolut. Ja, gibt ja eine oder andere, der sagt natürlich gerne. Könnte man anders machen, aber das ist perfekt. Das ist einfach perfekt. Das ist wirklich perfekt. Schön. Guckt euch das an. Ich erkläre jetzt hier keinem die ganzen Funktionen oder wo was ist, in welcher Ecke. Wo, das macht der Randy besser auf Cornhub. Das ist ganz klar, sowas, ja. Dafür ist er auch zuständig. Ja. Ich will einfach nur selber hier als Gamer kurz drauf und mal hier drüber fliegen und dachte mir, machst du einfach mal ein Video davon. Ist schön. Mir gefällt sogar die Biogasanlage und ich will mit Biogasanlagen nichts zu tun haben. Das könnt ihr mir glauben. Selbst die gefällt mir, weil hier nicht so brachial riesengroße Silos stehen. Ja, wenn ich das sehe, wo du schon hin mit einem schweren Liebherr reinfährst und dann guckt nicht mal die Kabine raus, ist schon abschreckend für mich genug dann, da überhaupt zu beginnen. Aber gut, ich spiele auch meist nur im Singleplayer. Deswegen ist es auch immer hier so ein Ding.
Ja, aber hier, wa? So, genau so habe ich das auch bei mir auf der Karte gemacht, auf der Schweiz. Ja, mal hier eine Rampe aufgestellt, dann mal hier ein Glas draufgestellt. Das so zum Präsentieren. Ja, das ist doch genial. Ja, auch hier stehen mal Traktoren rum und alte Maschinen, so dass man mal sieht, dass hier auch mal was gemacht wird. Was? Das ist wichtig, so, das ist authentisch, finde ich. Ja, dass man hier auch mal was anderes so sieht, wenn man zum Händler hinfährt. Weil, wenn ich zum Händler hinfahre, dann will ich automatisch mir irgendwas mal angucken. Was Neues oder so. Was anderes halt. Was man so nicht so sieht. Oder was man halt seltener sieht, sag ich mal. Und das finde ich, ist hier sehr gut gelungen. Perfekt. Perfekt, wirklich gut. Ich habe ja auf der, wie heißt die Map nochmal? Auf der Ollihausen. Da habe ich ja hier mal zig Fahrzeuge gekauft, gemacht, getan. Dann habe ich ja beim Händler hier so einen Tag der offenen Tür gemacht. Hier mit allen Marken da, mit Marktständen und so weiter und so fort. Da habe ich mir eine Folge drüber gedreht. Weil ich einfach mal, ich finde, das ist viel zu wenig. Das ist irgendwie vertreten. Wenn die Leute schon hier so ein Gamechen machen und sind da am Babbeln, am Machen, am Tun. Mein Gott, da kann man doch mal so was raushauen, ne? Das ist doch mal gerade so auch ein Multiplayer, wäre doch mal schön, wenn so ein Maschinenhändler da mal so einen Tag der offenen Tür mit richtig was macht. Ne? So mit Grillstand hatte ich da alles platziert, hier Dekomenschen und so weiter und so fort. Ich fand das mal ganz witzig. Ist wirklich. Ja, die sind ja zu wuchtig. Das ist wirklich wahr. Das ist abschreckend für mich, wenn ich hier irgendwo mit einem Wagen hinfahre und gucke dann hinter mich und da liegt nur ein kleines grünes Häufchen, ja, und das waren mal eben 60.000 Liter oder so. Da kriege ich Angst. Auch auf den Höfen manchmal, was da für Riesenteile da sind. Ich mache die dann meistens kleiner. Weil mir das einfach lieber ist. Sogar auf der Rehbach ist mir das zu groß. Was da immer an den Außenscheunen da mit dran ist, das habe ich mir auch kleiner gemacht. Leute, das ist aber so idyllisch. Ihr könnt aber auch, ich glaube, hier könnte man auch eine ganze Stunde und mehr hier nur an einem Ort verweilen, um sich mal hier alles genau anzugucken. Gewächshäuser schön. Plätzchen angelegt. Leute, sehr schön. Und hier, wenn ich jetzt aus der Höhe gucke, also ich finde das absolut okay, das Map Ende. Perfekt. Schön gelöst. Sehr gut gelöst. Gut. Ich muss schon gerade gucken, wo sind wir denn hier überhaupt? Blinke ich denn? Kann man eigentlich nicht mal irgendeinen Mod machen, da das Ding hier neongelb ist oder so? Ich meine, im Maisfeld wäre das scheiße, wa? Aber so wäre das ganz lustig. Besten immer die Farbe wechselt. Warte. Guckt euch das alles immer mal an hier. Schön. Einfach schön. Ich glaube, das wären sie bloß für mich. Die schicken mir. Käme ich, glaube ich, voll auf meine Kosten hier mit dem Deutz, mit dem 06er 4WD. So Allrad. Mit Schaltung, ey. Den fahre ich ja so gerne. Am liebsten würde ich mir da immer in den Hänger Kalk hinten dranhängen, der schon ein bisschen zu schwer ist für das Teil und würde die ganze Zeit über die Landstraße donnern, weil ich ihn so gern höre. Und schalten. Ach, ist das schön. Leute. Ja, auch.
So kleine, schöne Details. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier baff. Vor allen Dingen hier über die lange Landstraße hier. Ich meine, hier ist Feierabend vor, aber was ist denn, wenn ich jetzt hier oben mal irgendwas brauche von irgendeinem Händler? Ja, das gibt aber hier eine heiße Nummer, oder? Hier fängt der nächste Ort erst an. Leute, da bist du schon. Ach du meine Güte. Das wird aber geil. Das wird mal eine geile Sache. Am besten ist noch so, alle Grundstücke um dich rum und deinen Hof rum sind sowieso komplett weg. Kriegst du noch was hier oben zum Pachten. Dann hast du doch auch gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Dann hast du halt was zu tun, wa? Komm wieder. Ist absolut sinnig und absolut cool gemacht hier. Das kann man echt nicht anders sagen. Ist einfach schön. Ist schön. Ja. Auch hier. Ist einfach ein schönes Haus, ja. Dann haben wir nur Fachwerk hier. Also die alten Häuser sind ja fast nur bei uns Fachwerk hier. Ist so auch in dem Stil. Das ist schon was Schönes. Ich finde immer schade, dass die Leute das alles so weggemacht haben. So mit lieber ihren modernen Putz da drüber oder sonst irgendwas verkleidet. Ich weiß nicht. Nur weil zu voll sind, ein paar Balken zu streichen. Kann ich, weiß nicht. Ich noch mit gebrochenen Beinen machen, wenn die Bude dafür so aussieht. Schön. Ja. Also hier kann man wirklich nur sagen, die Jungs, ihr habt da richtig geile Arbeit gemacht. Richtig gut. Richtig groß vor allen Dingen auch. Was für ein Tierchen. Alter Vater. Mein lieber Onkel Otto. Wo bin ich denn jetzt hier? Also die Folge wird, glaube ich, ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin hier. Ich bin auf Feld 47. Also waren wir gerade hier rum. Ja, guckt euch mal die Chaussee an. Guckt euch mal die Chaussee an. Jetzt fährst du hier los, weil du hier oben die 56 hast. Gut, die sich auskennen, nehmen den Waldweg, wa? Aber hier. Ja, moin. Hier rüber. Genau, hier sind wir auch eben rüber. Wahnsinn. Coole Geschichte. Coole Geschichte. Ja, weil ich bin baff hier ein bisschen. Bin hier ein bisschen baff. Kannst du ehrlich sagen. Ja, Weinbauer, hier kommt jeder auf seine Kosten. Kann jeder erzählen hier, was er will. Mein lieber Mann. Ja, du wirst ja wahrscheinlich mal müssen, wa? Du musst mal, wahrscheinlich mal hier hoch müssen, irgendwie. Das ist einfach so. Auch schön hier hinten so, auch die landwirtschaftlichen Flächen so hinten, wenn man über die Grenze guckt. Baustellchen mal. Ja, schön. Aber gut, ich habe im Stream schon gesehen, dass es schön ist und schön wird. Also Leute, ich kann nur eins sagen, boah, ihr werdet hier immer was entdecken. Ja, das, also ich habe so im Stream auch so ein paar Dinge, wo ich mitverfolgt habe. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten, so mal an der Straße irgendwo. Mal gucken und mal achten auf die Umgebung. Ja, da gibt schon hier eine Menge zu sehen. Also da müsst ihr wirklich mal immer die Augen offen halten hier. Die Jungs können was. Die können definitiv was.
Die können definitiv was. Also, in das Bombastico, würde ich sagen. Ach, hier ist mal ein bisschen Wald. Hier kann man nicht meckern. Also auch die Jungs, die hier gerne mit Forst zu tun haben, die sind hier definitiv am Start. Definitiv. Definitiv. Das schaut an, wie das hier alles so ein bisschen angelegt ist. Ja, das ist doch einfach nur genial, finde ich. Also ich finde das genial. Bombe. Ja. Super gemacht. Wirklich alles Endstufe. Da kann man wirklich sagen, das ist Modding, auch wenn der irgendwo. Und wenn man was findet, Jungs, war, dann nicht hier 5000 Mal hier wie beim Yogi oder so, dann immer rum da eiern und das und das und das. Schon am besten nach den ersten paar Minuten, wenn die Karte draußen ist. Sondern da muss man einfach mal hergehen und muss sich mal ein bisschen selber behelfen auch. Ja. Dann wo die ersten, sag ich mal, Problemchen da auftraten, auf der Galgenberg zum Beispiel, ja, irgendwie Obstplantage, die Äppelbäume gehen weg, ja, da habe ich nur gedacht, so gut, da gibt Mods her, dann stellt man sich halt wieder dahin. Fertig, dann ist das halt so. Wenn man spielen will, stellt man sich dann selber wieder dahin. Und wenn irgendwann mal gefixt ist, dann ist irgendwann mal gefixt. Ganz einfach. Ja, und so hilft man sich ja immer weiter. Und nicht hier irgendwie da schon in den ersten 10 Minuten da. Ich kennt die Karte noch nicht mal halb. War gerade mal vielleicht den Namen gelesen und dann aber schon hier am See schreien war. Ist immer, finde ich immer dramatisch, sowas. Dramatisch ist das. Aber gut. Ist ja immer jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Aber ich finde halt nicht so easy. Gott, Leute, ich würde hier am liebsten stundenlang rumfliegen. Und vor allen Dingen würde ich auch am liebsten hier überall rumeiern. Wie auch immer, aber für drauf rumgefahren Videos bin ich auch nicht zuständig. Ich wollte euch das hier nur mal gerade zeigen. Da haben wir unsere Spezialisten für hier. Da gucke ich auch mal gern zu und rein und mit und wie auch immer. Also, ihr Leute, ich muss jetzt sagen, ich habe hier also die Karte ist geladen. Ich habe meist bloß rausgenommen, ich habe Fruchtfolge rausgenommen, manuelle Touching habe ich rausgenommen. Das war's. Die restlichen über 200 Mods, die sind alle hier drin, wa? Also ich mache da immer kein Ding hier und auch Karte leer anfangen oder sonst irgendwas. Das muss das Boot abkönnen, ja? Das ist einfach so. Wenn die nicht lädt, dann weiß ich, oh ja, da ist ein Bock. Und dann suche ich den und dann finde ich den. Ganz einfach. Aber ich probiere das immer erst mit voller Hütte. Weil ich denke mal, wenn ich dann hinterher so im Spiel feststelle, zum Beispiel auf der Galgenberg, wo ich keinen Ballen mehr verfüttern kann, ja, dann muss dann irgendeine Mod liegen von mir. Das ist einfach so, ja. Man hat ja gesehen, wenn der Jogi das großartig vorgestellt hat oder auch hier generell das Leute vorstellen von ihren Maps. Es geht ja alles. Das ist ja alles in Ordnung. So, und so sehe ich das auch. Ja. Dann muss man mal bei sich selber die Modorte dann mal auch mal ein bisschen durchforsten und mal gucken. Ich meine, ich könnte wirklich, ich sag mal so, 80% könnte ich rauswerfen, ja. Überhaupt kein Problem. Aber ein Mod-Messi, das ist halt so. Wie geil ist das denn, ey? Ante Hacke, ist da tief.
Jetzt kriegst du hier so einen kleinen Mini, hier so ein JVC-Mini-Ding, Kettenbaggerchen. Hol mir gerade da oben eine Schaufel Schotter. Der ist doch auch am Rad. Ja, Leute, guckt. Ihr werdet viel entdecken hier. In jedem Fall. Also, ich sag mal ganz ehrlich, Bombe. Ich bedanke mich auch schon mal hier bei den Jungs. Hier werde ich auch die eine oder andere Stunde wirklich drauf verbringen. Mit Sicherheit. Und vor allen Dingen werde ich mal gucken, ich auch mal wirklich die Verbindungsrouten nutze. Und ich fahre die einmal mit dem alten Deutz ab. Ich will halt mal hier. Ich tue den Hänger so überladen. Und das Ding, das muss bei der kleinsten Steigung, muss der anfangen zu rollen. Das will ich machen hier. Das muss ich ausprobieren. Ich glaube, da bin ich die ganze Sache am Lachen und am Grinsen. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Jungs. Vielen lieben Dank. Mal, vielleicht sieht man sich oder hört man sich nochmal so beim lieben Tiger im Chat. Im Stream meine ich. Und dann, ja, Bombe. Bombensache. Cool. Cool. Ich würde sagen, jetzt will ich auch mal die Karte so ein bisschen erkunden. Wie ist die Zeit hier drauf? Erkundet erstmal alles. Macht und tut. Sollte irgendwas sein. Ich denke, dann kann man ruhig, mit ruhigem Gewissen dann eben mal schreiben und fertig und alles ist gut. Und vergesst eines nicht, hat mir auch immer wieder passiert und ich mache das immer später dann noch. Vergesst bitte nicht das Bewerten. Von so einer Arbeit hier, ja, ob es bei, egal bei wem es ist, wer moddet und ihr interessiert euch für so eine Karte, vergesst das Bewerten bitte nicht. In diesem Sinne, ich mach hier raus. Haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao.